Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und wie letztes Mal angesprochen, müssen wir jetzt endlich mal hier ein bisschen Feldarbeit leisten. Beziehungsweise, wir lassen uns helfen. Dazu müssen wir erstmal hier den Feldrandkurs berechnen. Das ist Feld 18, Startposition automatisch. So, Vorgewende 2, Uhrzeigersinn, Vorgewendebahn und scharf. Und dann generieren wir mal. Und hoffen, da kommt was Schönes bei raus. Können wir akzeptieren. Und das passt. So. Dann speichern wir das mal unter F. 18. Hallo? F18. Düngen. 24 Meter. Es passt. Wir werden nämlich im Nachhinein gleich. Moment, ich muss mal hier noch das Richtige auswählen. Düngen und säen, jawohl. Und der soll am Ende anhalten. So, der startet jetzt schon mal. Und dann lassen wir gleich den Johnny hier. Was fällt denn das hier so? Der sah doch aus. Den Johnny hier lassen wir gleich hinterher säen. Mit der Amazone Condor. Und da haben wir einfach folgendes Special, dass die Amazone ja ebenfalls hier, warte. Düngen und säen. Die Amazone hat ja ebenfalls noch einen Dünger mit dabei. Und dann haben wir gleich zwei Düngestufen erreicht. Haben wir auch zwei Vorgewände. Und es ist sehr geschickt, weil dann haben wir das eben schon abgehakt. Mal gucken, das müsste eigentlich funktionieren. Okay. Und dann Düngefunktion der Sämaschine aktiviert. Das ist sehr wichtig. Sonst sät die nämlich bloß. Hallo? Jetzt F18. Säen und starten. Abfahrer einstellen. Hallo? Brandversatz haben wir keinen. 18, 15 Meter scharf. Will der jetzt nicht, warte mal. Ne, nur ein Fahrzeug. Warum will der jetzt nicht? Erster W-Punkt. Warum kann ich hier keinen Typen einstellen? Und warum kann ich die nicht auf... Ich kann gerade gar nichts mehr machen. Hallo? So, nochmal probieren. Ich glaube, ich hatte vielleicht aus Versehen H gedrückt. Sehen. Ja, Abfahrer einstellen. Nö, der will nicht. Was ist da los?
Hoffen mal, dass der Johnny hier kein Gewicht braucht. Oh, der ist schon ein bisschen an der Grenze. Hm? So, jetzt probiere ich es nochmal. Nicht pflügen. Sam. Der will das nicht tun. Was ist denn da los? Also meiner Meinung nach müsste das hier natürlich das sein. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass da noch ein Fahrzeug mit auf dem Kurs ist. Aber das kann ich ja gar nicht ausmachen. Tja, müssen wir hier etwa selber fahren? Achso, Moment, aber jetzt habe ich... Ah, jetzt macht er was. Was macht er jetzt? Hallo? Nein? Moment, wir gucken mal, was die Amazone an Leistung braucht. Wo ist sie? Moment, was hat der John Deere? 350? Und der Amazone? 270, also die Leistung ist ausreichend. Aber ich verstehe nicht so ganz, weshalb der hier nicht starten will. Der funktioniert hier nicht. Und der auch nicht. Das ist ein bisschen doof. Wir probieren nochmal das einzustellen. Feld 18 ist richtig. 15 Meter Arbeitsbreite müsste auch passen, weil das geht ja automatisch. Im Uhrzeigersinn, zwei Vorgewände. Jetzt warten wir mal gerade, bis der Dünger hier die nächste Runde anfängt. Und gucken, ob das geht. So, jetzt hängt es ein bisschen. Ne, der will nicht. Das ist ja doof. Eigentlich dieser Kuss. Dann müsste es eigentlich gehen. Also meiner Meinung nach passt das alles. Aber er will halt nicht. Da sitzen schon zu viele drin.
Ja, jetzt ist keiner mehr drin. Das bin nur ich. Feld 18. Generieren. Bitte, bitte, geh. Wir machen hier seit 10 Minuten nichts anderes, als den Dinger hier einzustellen. Eigentlich wollte ich noch was anderes machen. Ich setze hier ganz viele Helfer rein. Aber es geht nicht. Siehst du, da ist jetzt nämlich noch ein Helfer drin. Und deshalb funktioniert es wahrscheinlich nicht. Okay, dann machen wir es einfach anders. Helfer hat die Arbeit erfolgreich erledigt. Und dann müssen wir einfach selbst ran. Und stoppen halt die Maschinerie hier selber. Das ist aber... Ich wollte das mit dem Helfer machen. Warum geht es nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, kein... Nein, so will ich das auch nicht. Das ist ärgerlich und ich verstehe es vor allem nicht. Kann es mir nicht erklären. Ich probiere es jetzt nochmal. Weil ich wollte eigentlich in der Zwischenzeit noch zum Shop und was einkaufen. So, berechnen. Nochmal. Jetzt hat er die falsche Startposition. Feld 18, berechnen. Der will das nicht machen. Ich verstehe nicht warum. Können wir den irgendwie austricksen? Eine Überführung können wir ja nicht. Doch, ich glaube, wir können ihn austricksen. Feld 18 plus berechnen. Dun, 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 dun. Speichern. F18. Säen. Dann machen wir eben alles an und stellen hier einen Abfahrer an. Ups, halt falsch. Und weiterfahren. Fährt er jetzt so langsam? Tja, er sät und er düngt.
auf dem Kurs, den wir halt gespeichert haben. Das Problem ist, er wird halt nicht anhalten, wenn die Maschinen leer sind, denke ich. Aber so haben wir ihn zumindest getrickst. Auf maximale Geschwindigkeit kann man auch stehen lassen. Muss man nur mal gucken, ob der die Kurve gleich kriegt. Aber wenn er das hinkriegt, dann ist alles gut. Ein bisschen doof, dass es nicht funktioniert. Wenn ihr wisst, warum, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich glaube, ich helfe ihm mal hier gerade in der Ecke. Ja. Es sieht eigentlich brauchbar aus, was er macht. So, der Düngerfahrer ist auf Position. Ich weiß nicht, warum der hier so Zicken gemacht hat. Ja, ist jetzt aber auch nicht so wild. Also, wie gesagt, ich wollte noch zu diesem Kollegen hier. Nämlich zum Shop. Und noch was einkaufen. Und zwar habe ich mir gedacht, wenn wir auf dem Feld neuen Dünger oder Saatgut brauchen, dann ist es ein bisschen doof. Dann müssen wir das immer mit dem Überladewagen hinfahren. Wäre eine Möglichkeit. Oder wir holen uns hier den Service-Auflieger. Ich hoffe mal, dass der auch auf unseren... Hallo? Manchmal hängt es hier, auf unseren Akkus da drauf geht. Sollte der da nicht drauf gehen, natürlich ein bisschen doof gekauft. So, und was sehen wir? Er geht nicht drauf. Das ist doof. Dann lassen wir den hier. Und wir gucken mal. Ne, ich weiß nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Ich habe gedacht, ich brauche den. Ja, wir brauchen ihn auch, weil der hier ist gleich leer. Also werden wir in den Shop gehen und uns kurz mal ein Unimog liefern lassen. Nee, Hauptfarbe gelb. Und den mieten wir uns aber nur. Und dann sind wir nämlich so gut wie pleite. So, wo ist der Unimog hin? Ja. Auf den Unimog sollte der nämlich drauf gehören, weil der ist eigentlich dafür konzipiert. Jetzt hat er hier hinten eine Mulde drauf. Will der mich jetzt veralbern? Wo gehört denn dann bitte der Aufsatz drauf? Hä? Also irgendwie... Ich habe hier keine Basis.
Hilfe. Ja, ein Diensttrailer ist mir klar. Aber kann mir mal einer sagen, wo der drauf gehört? Ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Gehört er auf Annaburger? Gehört er zum Schwarzmüller? Toll, jetzt muss man hier auch rumprobieren. Das wollte ich eigentlich nicht. AR Frame Mount. Aber was heißt AR? Unimog gehört er da dazu? Ich kann mir jetzt nichts mal mehr mieten. Das ist doof gelaufen. Aber richtig doof. Okay. Garage. Den hier. Verkaufen müssen wir machen. Garage. Den hier zurückgeben. Und dann war das leider ein Satz mit X. Dann müssen wir an den Hof. Aber am Hof habe ich, glaube ich, doch. Ich habe da noch einen Traktor stehen. Und zwar eigentlich nur den hier, den Xerion. Dann brauchen wir da den Überladewagen. Das ist alles so aufwendig jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich schon hier das Dünger drin habe. Nee, haben wir nicht. Dann muss ich jetzt mal kurz ein bisschen Dünger kaufen, um dann aufs Feld zu fahren. Muss ich nur den richtigen Trigger erwischen, sonst habe ich gleich Saatgut hier drin. So, jetzt laden wir hier einfach mal ein paar tausend rein. 5. So. Und dann hoffe ich, dass ich das einfach so auf dem Feld überladen kann. Vielen Dank, dass Sie kurz angehalten haben. So, unser Helfer hier, der hat, glaube ich, ein paar kleine Probleme. Ups, halt, zu weit. So. Ja, der hat hier nicht sauber gefahren. Der ist hier nicht sauber gefahren. Mal, ob der hier. Was aufnehmen will. Eigentlich müsste ich drüber sein, oder?
So funktioniert es. Und dann starten hier wieder den Abfahrer. Okay. Das funktioniert. Der fährt hier auch schon wieder seine Runden. Wir müssen hier natürlich dann nochmal nachbessern. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich die Amazone auch gleich auffüllen kann. Hallo Kollege. Einmal kurz Pause machen. Okay, der hat aber noch viel drin. Egal. Was weg ist, ist weg. Der scheint schon voll zu sein. Okay. Jawohl, der ist wirklich voll. Und dann stellen wir hier den Abfahrer wieder ein. Vielleicht sollte ich hier gerade mal kurz an... Oh Gott. Alles klar, dass der den Weg nicht findet. Gut, läuft wieder. Dann können wir hier, glaube ich, wegfahren. Aber ich lasse ihn mal hier warten. Es könnte sein, dass der Kollege da hinten mit dem Düngestreuer nachher nochmal Dünger braucht. Ich werde jetzt bis zur nächsten Folge dieses Feld hier fertig bearbeiten. Wo fährst denn du eigentlich hin? Also ich werde das Feld hier fertig bearbeiten lassen. Und dann werden wir ein bisschen vorspulen, bis wir den Raps abernten können. So ist der Plan. Ja. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. So trickst man also Curseplay aus oder Courseplay, wie auch immer man das aussprechen mag. Falls ihr wisst, warum ich damit Probleme hatte mit der Amazone, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.